Dafür wäre natürlich auch dann so eine Killcam gut. Da Ja, das ist so. könnte man auch sehr, sehr viel von lernen. Wenn man so die letzten, keine Ahnung, 10 Sekunden oder am besten vielleicht sogar 30 Sekunden oder so vor seinem Tod aus der Sicht seines Gegners sehen könnte. Ich glaube, da könnte man richtig viel von lernen. Aber gut, wenn sie es nicht hinkriegen, dann kriegen sie es nicht hin. Dann ändert es auch nichts dran, wie toll das wäre. Es ist schon so. Hinten ist ein Meathead gespawnt. Hast du was für einen Emulator oder soll ich? Ja, hab. Hast du, okay. Dann gehe ich die Klo holen. Oh, verdammt. Das hast du festgedrückt. Oh. Hab ich auch schon gehabt. Mit einem Knuckle Knife. Ja, ich könnte Versehentlich. doch gegen das Fass. Du überlebst aber schon, oder? Ja, alles gut. Das sind Kleiner Balken ist jetzt halt weg. ein klein, ja, okay. Ja, sonst, ja gut, hier ist auch kein Ausgang. Sonst hätte ich gesagt, wir killen die beiden Meatheads hier und gehen zum Ausgang, aber hier ist keiner in der Nähe. Ja, da ist keiner. Ja. Ja, dann gehen wir nach C und A. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So ist das der nächste Emulator. Ja, hatte ich aber auch schon mal. Nicht absichtlich, sondern halt einfach, weil irgendwie mal die Maustaste weg klemmen bleibt oder. Oder, wie heißt das? Oder es leckt vielleicht mal und dann wurde der Klick als ein langer anerkannt oder sowas. Naja. Glaube, ein oder zweimal ist mir das schon passiert. Das Auch noch ein ist sehr schön Meathead mal hier. passiert. Ja. Ja, wenn man anfängt mit Knuckle Knife zu spielen gerade, nicht so lange macht, dann passiert das natürlich schneller. Ich meine, bei mir war Ja. das auch in den ersten paar Matches. Vielleicht habe ich da auch einfach mal in Gedanken versehentlich drauf gedrückt oder so. Lange. So nach dem Motto, ich habe ja das. Lange halten. Migräne? Oh, Oh Lorbeck. Gott. Ja. Also entweder gehen wir jetzt über Fort oder was nach Moor, weil nach Sweetbell will ich eigentlich nicht. Oder Oder wir gehen wir nach töten Moor, die drei Meatheads hier, also in Bradley und hier der eine in C und A und gehen dann in Windy raus. Das oder? würde ich dir überlassen, weil du bist der mit weniger Leben. Enden? Enden, enden. Ja. Am Prison. Hier aber niemanden. Wir sind hier vorne rüber und dann wahrscheinlich da hinten rein schon. War ich wahrscheinlich zu spät zum Gucken. Okay. Ja. Ja, die sind jetzt irgendwo im Prison und gehen dann gleich weiter. Richtung Ja. Norden, nach Südbell. Ich hab jetzt nichts für den Meathead da. Verdammt. Keine Toolbox da. Ja, ich würde den halt so auch einfach vielleicht anzünden und dann erschießen. Hier ist ja sogar noch einer. Oder? Hier Jo, vorne? hier vorne. Hier ist eine Kasse. Hier ist Handdollar. Da auch nochmal. Ja, wie Jo, hier gesagt, ist noch also meiner. sag einfach, wie du meinst. Also entweder killen wir die jetzt und gehen raus, oder wir gehen Ja, halt gleich gekillt. sonst wohin. Ah, guck mal, der steht neben dem Fass hier. Oh, der hat sogar überlebt. Ja, Jo. nice.
Boah, ich bin durchs Feuer gestorben. Wollte gerade sagen, ist ja nice, dann kann ich ihn ja mit meiner Winfield finishen. Verbrannt. Hat aber nichts gedroppt. Ja, okay. Aber wir kriegen die XP zumindest. Ist noch ein Emulator hier. Komm her, Kollege. Block dich weg, Junge. Bam. Bam, in die Fresse rein. So, dann hau ich dem einmal einen Pfennig vor den Latz hier. Und dann sind wir. Hunter, 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 Hunter! Okay, okay. Beide in dem Wald da drin. Oh, was mache ich? Da hinten oder weiter rechts? Ja, nein, da hinten, wo du ein Ping war. Ah ja, oh, hier schon weiter links. Haben Hunde Akku. Oh ja, das ist gut. Dann schießen, schießen. Auf sie, wenn möglich, nicht auf die Hunde. Ja. Einer rennt nach links weg. Richtung Brücke. Nach oben. Ja. Ist, glaube ich, da hinter einem Baum. Der andere ist weiter rechts noch. Ja. Hier unten am, am Bootshaus. Leider treffe ich nicht. Der andere ist an dem Baum da vorne. Ja. Treff leider auch nicht. Los. Okay, der am Wasser ist tot. Ja, da habe ich gesehen. Der andere ist jetzt darüber gepusht, glaube ich. Der ist ein bisschen weiter nach rechts gelaufen, meine ich gerade. Ja, da hinten habe ich ihn gerade gesehen. Okay. Hinter diesem Wagen. Hat, glaube ich, wieder Hunde. Ja, ist ein anderes Team. Oh. Hm. Machen die denn alle hier? Das ist wahrscheinlich das andere Team, das wir eben haben erst weglaufen sehen. Also die Enten getriggert hatten. Ja. Du wolltest doch eigentlich nur Meatheads machen. Au, oh, ja, am Wagen war. Ja, ja. Aim du links, ich aim rechts. Vom Wagen. Oder war das eine Chaos Bomb oder was? Das war Shotgun und Gewehr und Pistole und alles irgendwie. Vielleicht hat er den auch schon direkt gekillt, ich weiß es nicht. Cash wieder. Ja, der piekt immer links, rechts oder was? Renn mal ein Stückchen weiter rechts rüber, damit ich einen besseren Winkel kriege. Den Ammo hier holen. Immer noch da, ja, ne? Ja, ich hab gerade nochmal gesehen. War gerade wieder an der Ecke. Ich kann jetzt hier die Ecke einsehen. Sehe ihn aber jetzt gerade nicht. Ah, er ist hinten weg. Ja. Oh, Headshot. Ui. Ui, der war aber. Ui, hoi. Der war. Ui, ui, ui. Den überhaupt nicht gesehen. Okay. Ich habe einfach random irgendwo hingeschossen. Ja, also der ist tot. Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt tatsächlich irgendwie ein anderes Team war. Der hat ja auf irgendwas da geschossen. Ja. Aber ich weiß leider nicht, was. Na gut, da ist noch ein Hund. Der ist wieder entspannt. Ja, ich meine, früher oder später müssen wir da mal checken gehen, wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde mal hier ans Bootshaus ran. Da haben wir zumindest noch was Deckung, dann können wir in den einen schon mal. Wie ist denn die Headshot-Reichweite von der Centennial? 148, ja okay, der ist definitiv dann tot.
Was hat der für Waffen? Springfield und Nagant. Ach, Springfield ist gut, ist nämlich Munition für mich. Kann auch nicht genau sagen, wo ich ihn gekillt habe. Hier irgendwo im Wald. Ich glaub, da liegt er. Ich gehe mal hier Richtung Rücken. Jo, hier liegt er. Da läuft ein Zombie. Da höre ich Hunde. Hat er vielleicht einfach auf die Hunde geschossen? Dann. Du kommst klar, ja? Jo. Okay. Hier liegt er, hier liegt er, hier liegt. Und die Hunde waren direkt daneben. Ja. Hunter vor dir! Oh ja, ja, ja. Oh, fuck. Mit Shotgun. Hinterm Klo. Ja. Zwischen schnell heilen. Oh. Der andere ist weiter hinten. Ich hab grad gedacht, was rennt denn da jetzt noch? Ja, nee, das war was ich. Down. Welche, die hinterm Klo? Ja, ja, die ist hier oh. In den zwischen den beiden Häuserreihen lang gelaufen. Ja. Der andere hat aber auch von da irgendwo die Richtung geschossen. Ein Officer oder so, wahrscheinlich eine Carbine. Vielleicht auch oben aus dem Fenster da, aber da sehe ich jetzt nichts. Geh mal hier ein Stück vor. Mann, ich höre den hier. Zombie-Agro? Jo, der ist drin. Ja. Der ist in diesem Zwischenraum hier, da vorne. Da muss er sein. Hier links rüber. Seine Steps. Irgendwo da die Richtung, glaube ich. Oh, neben mir im Haus. Oh. Ich hinten raus. Down. Dual Wield und Shotgun hat er gehabt. Ah, eine kleine Shotgun. Conversion Pair. Sehr schön. Weitere Headshots für meine Conversion, für meine Centennial. Kampfaxt und da glaubt ihr, haben auch irgendwie eine Witzrunde gemacht. Ne? So, der andere lag da im Busch. Sehr schönes Uppercut. Wo ist jetzt? Ah. Uppercut und Double Barrel Shotgun. Hm. Sag ich doch nicht nein. So, Boss ist immer noch da. Bosses in more battery. Ja. Wollen wir so. Da in die Richtung probieren? Ja, oder? Naja, probieren wir halt mal. Kann man noch am Waage vorbei oder am Boot, zwei Stück sogar. Mhm. Ausdauerspritze. Hivebomb. Eins, zwei, drei, vier Kills, alle mit der Centennial. Drei Headshots und einer mit zwei Bodyshots. Oh, Wachsdynamit. Krass. Kommen wir hier rüber? Ja, da müsste es gehen, ja. Stamina ist leer hier. Ich klebe förmlich am Boden fest gerade. So, zum Wagen, dann da hinten Richtung Sniper Tower und von da aus Richtung Compound. Dann gucken wir mal, ob noch jemand da ist. Ja, so wie es sich anhört. Jo.
Ist da noch jemand? Eher nördlich vom Compound, würde ich sagen. Man kann ja hier schon mal aimen, falls da jemand irgendwo auf einem Dach hockt oder so. Das kam jetzt eher von der Rückseite da, ja. Vielleicht auf dem rückseitigen Dach oder so. Ja, die Bounty ist aber noch im Compound, also. Die anderen blockieren wahrscheinlich den Ring. Weg jo. Zum Ausgang. Oder? Wahrscheinlich. Na ja, so noch ein Boss. Boss Slayer 2, glaub. Okay, zwar männlich und weibliche Stimme. Hier oben. Oh, da rennt einer. Warte, oben. Hit. Down. Gut. Kann sagen. Okay. Das war aber jetzt nicht so genial von dem. Nein. Oh, da oben, oben, oben. Ja. Werft Dynamit. Ja. Das ist nicht die Bounty hier. Ja. Ich glaube auch die Bounty ist down. Eine Bounty liegt hier drin. Einer Richtung Norden. Norden? Ja, hier an der Ecke, unten. Jetzt auf dem Dach hinten, glaube ich. Auf dem Dach Richtung Nordwesten. Check nochmal. Ja. Da hinten in der Ecke auf dem Dach. Down. Was ist okay. Denn los hier? Das war schon wieder ein Instant Headshot. Leck mir am Arsch. Was ist das für ein Aim? Alter Schwede. Holy cannoli. Das habe ich aber auch nur einmal im Jahrhundert, du. Vitaly und Pax. Hat sie. Vitaly Pax. Ja gut, wäre natürlich Munition, aber... Guck mal hier. Punkte! Oh, das okay. Tut mir leid. Oh, alles gut. Was ist mein Hunter für ein Level? Ah, Level 1, okay, ja, dann kann ich die ja vielleicht ja, sogar noch gebrauchen. Okay, ja, hier oben liegt noch einer. Ausgebrannt. Auch eine Centennial. Achtung, Fallen eventuell. Ich ja. Bin eben an einer vorbei. Hier liegt noch einer. Den kann ich nicht looten. Der hat eine kleine Winfield, eine kleine Rival. Hier. Ja. Dann den, den wir da gekillt haben. Oh, hier liegen ja auch noch zwei. Oh. Den kann man sogar noch looten hier. Auch noch Uppercut. Ja, eine Uppercut und... Ja gut, die nehme ich mir direkt mal. Die ist wieder teurer als meine Pax. Na, ja, schon eine Pax. Da ist noch eine Falle. Ne, ja, die ist schon ausgelöst. Ne, die nicht. What? Da bin ich eben einfach durchgelaufen. Die ist nicht hochgegangen. Okay. Ich habe halt gesehen, dass es eine normale ist und habe mir gedacht, scheiß drauf. Ich wollte sogar springen, aber es hat nicht geklappt. Hier ist noch ein Meathead, hier unten. Ja, oh, ich habe ja noch einen Max Dynamite. Genau. Vielleicht ein bisschen daneben schmeißen, dann kann ich ihn mit der Winfield finishen. Für die XP da unten. So 3-4 Meter oder was? Ah, lauf doch nicht in die Richtung. Ah, er hat überlebt. Perfekt, nur einen Schuss gebraucht. Gibt's da? Oh, wie Silvins. Nehme ich mit. So, den muss ich auch noch looten hier, habe ich auch vergessen. Den habe ich.
Ein Spectre. Spectre hat er gehabt. Ja, und eine Pax. Pax Pair. Ah ja. Zwei Pax mit Dum-Dum-Munition. Gar nicht mal kacke. Wenn man Quartermaster hat. Alright. Nochmal checken. Nur noch clear. Sehr schön, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs Kills? Ja, ich glaube, es waren 6 Kills. Ich, ja. Ja gut, für den einen hast du einen Assist bekommen. Der an der Leiter. Der anderen nicht, den habe ich geheadshottet. Dann. Der auch nicht. Hast du einen von den ersten? Nee, den habe ich auch. Ich glaube, ich habe gar keinen. Ich habe nur den einen Assist von der Leiter. Ja, aber ich meine, dafür, dass wir wegen dem einen Balken von DRS rausgehen wollten. Ist erfolgreich gewesen, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Kann man das als Erfolg abstempeln. Schön viel XP für meine Centennial, dann müsste ich die Sniper jetzt haben. Ja, eigentlich schon.